Die Welt von Days Gone ist atemberaubend. Du möchtest vielleicht anhalten und den Anblick der schönen Täler, Flüsse und Wasserfälle genießen. Aber tu's nicht. Du bist hier nicht als Tourist. Du kämpfst um dein Überleben. Extreme Umgebungen wie Lavafelder mit alten Vulkanen oder Höhlen sind das perfekte Versteck für Plünderer. Gegnerische Camps sind gefährlich, weil sie so unterschiedlich sind und du neue Taktiken und Strategien einsetzen musst. Fahrten durch dichte Wälder oder über schmale Pfade in steilen Schluchten bringen dich an deine Grenzen. Fahrten durch verlassene Truckstops, kleine Städte und infizierte Holzfällerlager sind noch gefährlicher. Am Anfang, als die Pandemie sich ausbreitete, wurden Zugladungen voller Leichen in Massengräber in der Wildnis gebracht. Jetzt sind diese Gräber Futterstellen für die Freaker. Das macht die Fahrten tödlich, die Hordenkämpfe heftig. Das Wetter ist oft rau und unvorhersehbar. Im nördlichen Cascade-Gebiet verschlammt der starke Regen diese windigen Wege. Der Schnee im Gebirge und im Vorland macht die Freaker noch stärker und gefährlicher. Es gibt 6 Regionen mit verlassenen Nero-Kontrollpunkten, Camps mit Überlebenden und blockierten Tunneln. Erkunde die Welt von Days Gone auf eigene Gefahr. PlayStation Players.